Schielauge und Stars. Wir haben so tolle Namen hier. Komm da einfach gucken. Komm da einfach gucken. Ich hab noch ein Messerchen mit deinem Namen drauf. Der kommt aber nicht gucken, oder? Doch, denn kommt er. Errungenschaft freigeschaltet, Soldat. Der hat uns echt von da hinten aus gesehen. Nicht schlecht. Können wir mit ihr quatschen hier noch, dass alles gut ist? Was? Der hat die erschossen? Oh. Was ist das denn für ein Zeichen? Warum hat er die denn erschossen? Nee, komm, das will ich aber mal eben... Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Das geht nicht, das geht nicht. Wir haben Schüsse gehört. Nope, das geht nicht. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Schau, wie sie glänzen. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Das, nein, nicht eintauschen, anpassen, Infrarot. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Was wissen wir denn schon? Wie soll ich echt nicht schlecht, auch wenn es total oversized ist. Vielleicht leben sie noch. Begrab sie noch nicht. Aber die Schüsse. Die so, das hören wir uns natürlich jetzt nicht mehr an, sondern wir fahren jetzt direkt los. Und was, wenn sie gewonnen haben? Oh, der Nero will raus. Einen Moment. Man weiß ja nie, ob der aufs Klüchen muss. So, den Meter fahren wir noch. Das war bis hier, ne? So, dann machen wir das nochmal und diesmal. Wieso trifft er den erst nicht? Also das zählt ja schon als gute Tat. Aber ich will auch nicht, dass die da abgeknallt wird. So, jetzt müssen wir ihm entgegengehen. Der überhaupt her? Ist das Schielauge? Wo zum Teufel seid ihr? Verdammt! Wollt ihr mich verarschen oder was? Hey! Diese Spinnenweben. Da kommt er. So. Gucken, was das gebracht hat. Ey, Mädel. Mädel. Mädel, hör auf zu weinen. Ist vorbei. Mädel, du kannst. Du kannst. Du kannst zurück. Naja. Also die vor der Vergewaltigung retten, Huch, was war das? Ach, guck mal. Die vor der Vergewaltigung retten bringt Bonuspunkte. Die danach krepieren lassen, nicht. Interessant. Also die danach krepieren lassen oder die danach nochmal vom Tod retten, nicht mehr. Hm. Wirklich, wirklich interessant.
Macht und Börse machen wir lang. Wir haben bereits alles durchsucht. Hier ist viel Scheiße passiert. Hab ich ihn? Ich glaube, ne? Müssen wir da jetzt die Weiche da hinten benutzen? Ah, wir fahren da rein, ja. Okay, pass auf, wir schauen uns das da hinten mal an. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Okay, die hätte ich fast nicht gesehen. Was ist denn da? Was? Lass die Hunde los? Ah, nee, er lebt noch. Lebt noch. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ja, okay. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Alles klar. Ich will mich aber eben... Dann pass im Techniktunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Eine Falle im Techniktunnel. Okay. Ach, er schiebt das Ding weg. Okay. Alles klärchen. Dann können wir jetzt in die Richtung fahren. Oder? Ach so, wir fahren hier einmal außen rum. Hier geht's nicht weiter. Nope. Und hier gibt es ja nichts zu looten. Leckert er jetzt wieder rein oder was? Ich bin ja schon wieder schreien da draußen. Rein, raus, rein, raus. Der weiß auch nicht, was er will. Ja, er will rein. Einen Moment bitte. Herrgott, dieser Kater. So. Das heißt, wir können jetzt hier lang fahren. Ah, und dann kommen wir hier raus. Danke nochmal. Ich ruhe mich hier erstmal. Ja, mach das. Würde ich auch gerne, aber geht ja nicht. Kommen die auch noch zu looten? Radioaktivzeichen ist da vorne. Naja. Brauchen wir jetzt die Maske? Ich glaube ja, ne? Eine Falle im Techniktunnel. Ich weiß das nur nicht. Nee, Nero, komm. Du kannst jetzt nicht immer rein, raus, hier drauf, rein, raus, hier drauf. Das geht so nicht. Medipack. Was? Okay, hier sind irgendwo auf jeden Fall noch Bandidos. Ich schau mal nach. Wenn irgendein Scheiß passiert ist, lass es mich wissen. Okay. Neue Maske können wir auf jeden Fall verwenden. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der nachschaut. Oh. Prolog. Nee, Quatsch.
Es wird ja dann der Unterste sein. Banditen. Ich erinnere mich, wie Pavel im Gefangenenlager der Faschisten sagte, man kann nicht jeden retten. Du musst für dich das geringere Übel entscheiden. Wahrscheinlich hatte er recht. Aber ein Gedanke nagt seitdem an mir. Wir sind alle verdammte Helden, die die Menschheit retten wollen. Die Faschisten bringen jeden um, egal wie geringfügig er auch mutiert ist. Die Kommunisten wollen alle in einen gemeinsamen Staat pferchen und so den Frieden in der Metro herstellen. Und ich habe, um die Menschheit zu retten, ein komplettes, neues, empfindungsfähiges Volk ausgelöscht. Wir reden von Rettung, während wir töten, töten, töten. Und das war schon immer die Art der Menschen. Hat er nicht ganz unrecht? Was liegt denn hier im Eimer? Was zum Teufel? Wessen Körper ist das? Oh oh. Leute, wir haben hier ein Gesellschaft. Der Typ kam wohl mit der Karre, ist er hier der Held. Bei Sichtkontakt abknallen. Bin den Schalter um das Tor im Weg. Na, war hier nicht ein Eingang? Okay. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Wo sind die denn? Da hinten, ne? Das Licht erwischt. Als wenn ein Geist. Männer, das Miststück ist hier. Oh oh oh. Du entkommst uns nicht. Wo läuft der lang? Den Scheißer finden wir. So, gesehen haben sie uns trotzdem noch nicht. Das Feuer stört ihn natürlich. Ja, den hat sowas von erwischt. Komm doch mal gucken. Schuss. Scheiße, er war ein klasse Typ. Ja, jetzt seid ihr wieder zusammen. Ich glaube, hier ist aber noch. Da. Wer schießt denn da? Er schießt da. Na komm. Steht doch gut sichtbar hier am Feuer.
Oh, hier ist doch ein Safe-Schlüssel. Müssen wir nur den Safe finden. Haben wir jetzt alle erwischt? Die Musik ist noch dramatisch, aber... Oh, da sind noch mehr. Okay, alles klar. Da sind noch wesentlich mehr. Wo sind sie denn? Da. Zack. Was bedeutet das? Dass wir alle erwischt haben? Oder... Ja, ne? Die Musik beruhigt sich. Dass die Anspannung vorbei ist, glaube ich. So, dann können wir mal wieder die Funzel anmachen. Und dann schauen wir mal... Habe ich die hier schon? Nee. Ist er wohl so, zack, zack, zack. Ein Safe ist hier, glaube ich, nicht drin. Ich habe keinen gesehen. Nur weil ich keine sehe, heißt es nicht, dass hier auch keiner drin ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Schlüssel hier auf der Seite liegt und der Safe dann tatsächlich auf der anderen Seite steht. Kommen wir denn hier rein? Ist hier was drunter? Nee. Kann man nicht looten. Safe, 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 safe. Loot, loot. Nein, safe. Nein, Loot? Auch nicht. Was ist denn das eigentlich? Ach, nee, hä? Einmal kurz angucken. Weil der Sniper ist schon cool. Hm. Nee, ich behalte ihn lieber. Bis wir uns eine ordentliche Schrot kaufen. Aber warte mal. Ich will trotzdem mal checken. Das ist aber keine Schrot, oder? Das ist diese billige Nee, das ist auch ein Revolver. Ja, immer noch kein Safe. Ist auf jeden Fall der Schalter. Fehlt nur noch der Safe. Ah, doch, da ist er. Alles gut. Komme ich hier raus? Nein. Nö, natürlich nicht. So, Safe geknackt, alle Banditen weg. Tor geöffnet. Sieht doch vielversprechend aus, oder? Fahren wir mal weiter. Guck mal, was die auch für ein Tor da am Anfang hatten. Warum haben sie das nicht runtergemacht einfach? Rechnen die nicht damit, dass jemand durch die Tunnels hier langkommt? Hier kommen wir nicht rein, ne? Ist ja nicht noch ganz nice, wenn man hier die Schlösser einfach aufschießen könnte. Aber geht nicht. Weil das eigentlich gar kein Problem wäre. Naja. Lootkisten? Nein, sind's nicht. Oh, noch mehr. Scheiße. Dass der schon da ist. Was zum Teufel? Warte mal, ich will mal das Ding ausprobieren.
Ist nicht schlecht, ne? 6 Schuss passen rein. Ja, doch, 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 doch. Scheißhaus.